Wildschweine, Füchse, Marder, Papageien und Waschbären leben mitten unter uns. Unsere Städte sind erstaunlich gute Lebensräume für Wildtiere. Alle Infos dazu, wie das kommt und ob das Zusammenleben funktioniert, das gibt's jetzt. Mein Name ist Nora und das ist ein Was geht ab Short. Habt ihr schon mal einen Löwen in der Stadt gesehen oder einen Elefanten? Ja, das gibt's natürlich nur im Zoo. Aber es gibt sehr viele heimische Wildtiere in den deutschen Städten, die hier einen neuen Lebensraum gefunden haben. Es gibt in den Zeitungen immer mal wieder skurrile und oft auch lustige Meldungen, wenn ein wildes Tier auf die Zivilisation trifft. In England zum Beispiel ist ein Eichhörnchen in ein Clubhaus eingebrochen und hat es komplett verwüstet. Gläser zerbrochen, Dinge umgeworfen und die Zapfhahn aufgedreht. Als das Malheur entdeckt wurde, war das arme Eichhörnchen völlig betrunken. Die Story, erstmal witzig, ist aber eigentlich ein bisschen traurig. Das arme Tier hat sich versehentlich eingesperrt und konnte sich allein nicht befreien und hat dann aus lauter Verzweiflung auch noch Bier getrunken. Richtig gefährlich kann es auch werden, wenn man zum Beispiel in einem Wohngebiet plötzlich einem Wildschwein gegenübersteht. So ein Keiler wiegt bis zu 200 Kilo und hat durchschnittlich 20 cm lange Eckzähne und leider sind die auch leicht zu reizen. Wenn ein Wildschwein sich oder seine Frischlinge, kurze Anmerkung für alle Stadtkinder, so heißen die Wildschweinbabys, bedroht fühlt, dann kann es auch mal die Flucht nach vorne antreten. Aber wie kommt es eigentlich, dass Wildtiere in den Städten unterwegs sind? An sich ist es schnell erklärt. Füchse, Waschbären, Wildschweine, Enten und Marder finden in den Städten ein gutes Nahrungsangebot, geschützte Schlafplätze und ein gemäßigtes Klima. Auf dem Land hingegen wird der Lebensraum durch Land- und Forstwirtschaft immer kleiner. Flüsse und Bäche werden begradigt und Moore trockengelegt. Durch den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln gibt es weniger Pflanzenvielfalt. Und dadurch wird es auch für die Wildtiere irgendwann eng. Die Tiere können sich erstaunlich gut an das Leben in der Stadt anpassen. Futter gibt es genug in Mülltonnen, auf Komposthaufen und in den Parks und in Gärten. Schlafplätze finden sie in Kellern, Garagen, Baustellen und auf Dachböden und so weiter. Es gibt in der Stadt auch weniger natürliche Feinde. Klar, der Straßenverkehr ist nicht ungefährlich, aber damit können die meisten der Stadttiere gut umgehen. Gejagt wird in der Stadt auch kaum. Es bringt auch nichts, wenn ein Revier frei wird, zieht jemand anderes ein. Es gibt natürlich auch ein paar exotische Stadttiere, wie die grünen Papageien im Rheinland. Seit den 60ern verbreiten sich die Halsbandsittiche im Rheinland und mittlerweile gibt es in Deutschland ungefähr 8500 Stück. Wahrscheinlich sind irgendwann mal ein paar Vögel aus dem Zoo abgehauen oder wurden ausgesetzt. Seitdem sieht man sie überall in der Stadt und man hört sie. Die Papageien sind nämlich ziemlich laut. Eigentlich leben Halsbandsittiche in Asien oder Afrika. Aber sie kommen mit dem milden Klima hier gut zurecht. Für ein bestehendes Ökosystem ist es oft zu schwierig, neue Tiere zu integrieren. Meist geht das nur auf Kosten der heimischen Arten. Es gibt einige Tiere, die man hier regelmäßig sieht, die aber eigentlich erst seit ein paar Jahrzehnten hier heimisch sind. Zum Beispiel der Waschbär, Nilgans oder die Bisamratte. Der Waschbär kam eigentlich als Pelzlieferant aus Nordamerika. In den 30ern wurden dann zwei Paare in Hessen ausgesetzt. Ohne natürliche Feinde vermehrten sich die Tiere rasant und sind mittlerweile sehr verbreitet, besonders in Ostdeutschland. Wie viele Waschbären es hier gibt, weiß man nicht so genau, aber die Zahl bewegt sich wohl mittlerweile im sechsstelligen Bereich. Für die heimische Flora und Fauna ist der niedliche Waschbär eine Katastrophe. Er frisst nämlich alles. Vogeleier, Frösche und kleine Reptilien wie die stark bedrohte Sumpfschildkröte, aber auch Obst und Gemüse. Außerdem ist er in Höhlen, auf dem Boden und auf Bäumen unterwegs und nimmt so fast allen Arten irgendwie die Brut- und Schlafplätze weg. Für den Menschen sind die meisten Wildtiere nicht gefährlich. In der Regel gehen sie uns einfach aus dem Weg. Es gibt aber trotzdem ein paar Regeln, an die man sich halten sollte, um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten sollte man immer gut waschen. Nicht, dass ein Fuchs da drauf gepinkelt hat. Das kann nämlich Würmer übertragen. Abfälle und Essensreste sollten nie offen herumliegen. Das lockt nämlich die Tiere an. Füttern ist natürlich auch ein absolutes No-Go. Wenn man Wildtiere anfüttert, verlieren sie irgendwann die natürliche Scheu vor dem Menschen, was natürlich gefährlich werden kann. Außerdem gibt es genug Futter, das ist also gar nicht nötig. Und noch was, wenn zum Beispiel ein Fuchs sich streicheln lässt, stimmt mit ihm meistens etwas nicht. Also lieber Finger weg und den Naturschutzbund anrufen. Marder sind vor allem für Autobesitzer lästig. Die Tiere verstecken sich gerne in Autos, denn so ein warmer Motorraum ist im Winter ein richtig gemütliches Plätzchen. Dabei bleibt es aber nicht. Oft beißen Marder dann Schläuche und Kabel durch und dann wird es richtig teuer. Man kann das Auto aber durch Drahtmatten absichern.
dann sucht sich der Marder einen anderen Schlafplatz. Ich persönlich freue mich immer total, wenn ich einen Fuchs in der Stadt sehe. Ich denke, es ist einfach Platz für alle da. Und wenn man etwas Rücksicht nimmt, können wir auch mit wilden Tieren zusammenwohnen. Wenn euch interessiert, wie viele Tierarten es eigentlich gibt, dann schaut doch hier mal rein oder einfach hier. Und hier geht es um Großwildjagd. Wie würdet ihr mit den Tieren in der Stadt umgehen? Und meint ihr, man sollte etwas gegen die Waschbären unternehmen? Schreibt es uns in die Kommentare. Das war's für heute. Tschüss!